Jan erzählt heute Geschichten aus der Zahnarztpraxis. Warum hat mir das noch keiner angeboten? Ich will ausforschen beim Gucken im Wartezimmer. Weißt du, wie langweilig das da drin ist? Wie es weitergeht, erfahrt ihr in dieser Folge ReWorld. Ich glaube, mein Mikrofon hat nicht aufgenommen. Oh, Dicker. Da müssen wir jetzt leider nochmal nachstellen. Okay. Muss dann nochmal nachspielen hier. Kein Problem, ich kann das auf Knopfdruck. Ich bin Entertainer. Okay, komm her. Also kommt zu einer neuen Folge. ReWorld. So. Meine Jungs, mir ist ReWorld ein bisschen abhanden gekommen. Ja. Oh! Durchaus. Na, dann zeige ich euch heute mal, wie so eine Folge richtig geht. Ja, welche hattest du denn zuletzt gesehen? Naja, also zuletzt habe ich gesehen, wie Tom eine ganze Folge rumgelaufen ist und nichts getan hat und nur gelabert hat, ja? Das war auch schon in Folge 20 so. Na, das stimmt. Also, da ist es doch nichts Neues. Eben. Gut, das war das vorher etwa eine Kritik an unsere Folgen? Ja. Ah. Ging da etwa eine Folge nur 7 Minuten? Ja, eine Folge ging tatsächlich nur und jetzt halte ich fest, Darius. Anschnallen. 7 Minuten ging die nur. Boah. Krass. Nee, also ich habe auch bei meinen Folgen dann einfach gedacht, ja komm, wir machen einfach eine lange anstatt noch eine kurze. So. Ja. Deswegen, ich habe eine 20er-Folge. Ja, die Folgen auch gesamtnähltechnisch schwer zu bestücken, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ach was, die sind super. Ja, was denn Thumbnail soll ich für heute gibt's Flachwitze benutzen? Was Lustiges am besten. Ja, da bin ich nicht gut drin. Da wäre ich Comedian geworden. Boah. Ja. Ich war heute beim Zahnarzt. Und dann hat die mich noch ins Wartezimmer geschickt. Und da waren aber noch so 4 kontextlose Kinder, die da wohl auch einen Zahnarzttermin hatten. 4 kontextlose Kinder, das ist schon mal ein guter Folgenname. Ich lieb's. Dann ist so eine von den Mitarbeitern da reingekommen, hat die Kinder angeguckt und meinte so, na, wollt ihr SpongeBob gucken? Und dann hat die auf dem Fernseher SpongeBob geguckt, angemacht. Und dann zwei Gedanken dazu. Das ist eine Option? Warum hat mir das noch keiner angeboten? Ich will ausforschen beim Gucken im Wartezimmer. Weißt du, wie langweilig das da drin ist? Ja, ist es, ey, wirklich. Warum darf ich nicht ausforschen beim Gucken? Wieso wird das nur den Kindern angeboten? Ja, und Gedanke 2. Ich saß dann da und war so, ja, eigentlich möchte ich jetzt schon auch gucken. Ich hab direkt einen Sketch im Kopf, direkt. Und dann dachte ich mir, aber ja, ist ja jetzt auch irgendwie komisch, wenn gleich die Mitarbeiterin reinkommt, meinen Namen aufruft und ich sitze da so voll konzentriert aufs Bauch. Dann habe ich so mein Handy in die Hand genommen und so vor mich gehalten, ne? Aber so zum Fernseher geschielt. Ja, das ist alles. Mehr Stoff war nicht. Ich hab direkt den Sketch im Kopf. Möchte jemand SpongeBob gucken und du am lautesten, ja! Und die Kinder gucken dich dann dumm an. Was macht denn dieser? Jetzt mal im Ernst, das war eine Option. Also, hä? Und ich hab einen zweiten Sketch im Kopf. Die fragt, möchte jemand SpongeBob gucken und du so, ach, das war eine Option? Das sagen sie mir jetzt! Ja, auf jeden Fall hab ich dann SpongeBob geguckt mit den 4 kontextlosen Kindern. Boah, das war gestern nice. Ich bin gestern, beziehungsweise vor 2 Tagen bin ich ja Nachtbus einmal gefahren und hab AirPods hier so Musik gehört. Und es wurde schon sehr, sehr früh dunkel so. Und dann ist im Bus immer so LED-Licht oben an. Oh, die sind aber so der angenehm. Rest des Busses ist sehr, sehr dunkel. Ja. Und dann sind wir halt durch eine Großstadt gefahren, die bei mir hier in der Nähe ist. Oh. Und das heißt, es waren sehr viele Lichter auch von außen. Und dazu habe ich diese Kenny G Entspannungsmusik gehört. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr euch da gerade was drunter vorstellen könnt. Ein bisschen, was sind das diese? Ja, weniger. Nee. Vielleicht kann ich mal eine Sekunde abspielen, ohne dass wir geflaggt werden oder so. Einfach nur, damit ihr einen Vibe habt, so einen groben. Ja. Ja. Ja, müsst ihr kurz drüber moderieren, ich muss das erst suchen. Achso. Achso.
Das klang nicht sehr entspannt. Nee, das war Eminem. Manchmal höre ich mir zum Entspannen auch Eminem an. Dann lege ich mich ins Bett und mache die Kopfhörer rein. Spaghetti. Da kann ich ja nicht aufstehen, da liege ich ja im Bett. Also, ich habe so ein Lied, also, ihr habt dieses Lied hier gehört. So. Ey, das in einem Nachtbus, der leer war, ich saß ganz hinten, Bro, das war so ein Vibe. Holy shit, Bro. Glaube ich dir, aber. Das war so ein Vibe. Das glaube ich dir. Also, richtiger Main-Character-Vibe auch. Das war der richtige Main-Character, ich war in einer Cutscene. Du warst richtig Kamera, das ist richtig die Totale auf dir. Ja. Nee, ich habe auch so ein paar Shots von draußen, wo da so die Credits stehen und so. Ich hatte eine richtig gute Cutscene in dem Moment. Hast du dir auch so richtig romantisch den Kopf ans Busfenster gelehnt, während es geregnet hat? Nein, ich habe rausgeguckt natürlich. Übrigens, und so in die Ferne. Übrigens, sieht das immer richtig geil aus in Filmen, wenn Leute so ihren Kopf an so ein Fenster in einem Wagen lehnen. Und dann machst du das in echt und alles, was du spürst, ist einfach... Ja. Es ist wirklich nicht angenehm, ja. Vor allem dein Kopf wackelt auch so, je nachdem, ob ein Hubbel auf der Straße ist oder so. Du merkst eben, das ist irgendwie unangenehm, ja. Das ist ein Filmcooler, also echt. Well. Nee, aber war, das war ein Vibe auf jeden Fall. Nachtbus, ey. Wären wir jetzt ein lustiger Podcast, dann könnten wir jetzt so eine Kategorie machen. Dinge, die in Filmen besser sind, als in echt. Aber ich glaube, ich bin da zu unkreativ für. Ich hätte da was, aber das wäre ein bisschen gripped aus einem anderen Podcast, aber das ist mir tatsächlich vorher nie so wirklich aufgefallen. Mhm. Ist euch mal aufgefallen, dass in jedem Film Telefonate so ein bisschen komisch sind? Weil ja, so grundsätzlich, also es war komisch, dass sie telefonieren. Ja, jein, aber das ist jetzt nicht das Komischste, sondern erstmal ist es tendenziell sehr, sehr komisch, dass sie nie Hallo und nie Tschüss sagen, so. Sondern es ist immer so, da ruft jemand an und dann, ja, du musst hier das machen, du musst dies machen und dann zeigst du es denen. Stimmt. Und dann guckt der Main-Character so in die Kamera, so, ja, jetzt habe ich's. Und dann so direkt so, düt. So, was ist das für ein Anruf gewesen, hä? Stimmt. Was für einen Film hast du da geguckt? Ein Krimi oder? Nee, das ist bei ganz vielen. Ja, nimm dir doch einen beliebigen Film. Bestimmt ja, Matrix schon. Oder so. Zu 100% Matrix. Haben die da schon Telefone gehabt? Ja, die hatten nur... Nee, Tom, die hatten die realistische Simulation aller Menschen auf der Erde, aber fürs Telefon hat es nicht mehr gereicht. Ich dachte mir schon. Ich habe nur den ersten Matrix gesehen, glaube ich. Ja, der Rest ist ja dann auch ein bisschen komisch geworden. Naja. Es ist ja in den Filmen, ich weiß gar nicht, ob ich die gesehen habe, aber es ist ja in den Filmen eigentlich nicht gut, aus der Matrix auszubrechen, so, ne? Ja, für die Menschen schon, für die Aliens. Für die Menschen schon, aber es ist ja im Film eigentlich nicht gut. Und damit kann man ja voll gut diese ganzen Instagram-Leute hops nehmen, die, du musst aus der Matrix ausbrechen. Stimmt. Nimm die rote Pille. Dinge, die in Filmen auch besser sind als in echt, auf Tinder-Dates gehen. Wenn Tinder-Dates in Filmen... Von dir reden. Wenn Tinder-Dates in Filmen thematisiert werden, sind die immer geil. Das stimmt. Ja, also es wäre mal realistisch, wenn mal einer auf ein Date geht und es wird irgendwie cringe oder unangenehm. Ja. Ist ja nie unangenehm, außer du bist in so einem Adam Sandler-Film oder so, ja. Mit Adam Sandler. Wobei, nee, Adam Sandler. Adam Sandler schreibt seinen eigenen Film und schreibt auch noch ins Skript rein. Oh, und der Hauptcharakter, den ich spiele, datet ein Model. Ja. Bruderschwester. Bruderschwester. Hier, Tom, haben wir nicht mal zu viert einen Scary Movie geguckt eigentlich? Weil Tom meinte letztens, er hat noch nie einen Scary Movie gesehen. Und da dachte ich so, Moment. Ich glaube nicht, du hast noch nie einen Scream Movie gesehen. Da dachte ich, da müsste man nochmal direkt intervenieren, oder? Also, ja, Tom, da können wir morgen reingehen, dann gehen wir nicht ins Kino. Guck mal, Scary Movie. Hä, natürlich gehen wir ins Kino, ich will den Film gucken. Was guckt ihr denn? The Creator. Ah, okay. Ja, das mit dem Himmelgedöne da. Ja, wusstet ihr eigentlich, Tom, wo du hier bist, dass das hier die allerersten Blöcke sind, die jemals auf ReWorld gesetzt wurden. Oh mein Gott. Moment mal, da muss ich jetzt aber auch Du musst uns kommen. Wirklich? Ja.
Weil wir haben die. Ich kann dir sogar den Kontext sagen. Ich komme gleich. Ich komme gleich. Ich weiß, dass. Also du meinst. Geduldet euch, Chat. Die wir hier gesetzt haben, meinst du? Nicht ja. Generell. Ja. Stimmt. Aber Revolt ist ja hier. Du bist doch da, wo du stehst. Du stehst doch da, wo du bist. Also. Ja, hat einer vor. Oh. Ja. Oh, ich sehe noch nichts. Das Ding. Ach, das Ding? Das sind die ersten Blöcke Revolts. Wäre schade, wenn da mal jemand in die Luft springt, oder? Schon, ja. Das wäre auch schon eine ganz schöne Doppelmoral dann. Hat einer von euch. Eigentlich nennt man das Rache. Rache. Na, du hast dich noch nicht genug gerecht, Jan. Deine Mama hat sich nicht genug gerecht. Was ist los? Woo! Das Problem ist, sie hatte auch eigentlich einen Prank vor, aber der hat so irgendwie so gar nicht funktioniert. Also, hat? Ja, okay. Ich hatte einen Prank, aber der ist. Erzähl doch mal. Naja, also, nee. Ja, wenn du den jetzt okay, nicht machst. Naja, ich. Den das Prank? Geht halt jetzt nicht. Dafür musste ich halt was vorbereiten und dafür muss ich, glaube ich, in Creative. Das ist jetzt auch doof, oder? Ja, Creative ist ja auch Cheaten, du Kind. Das ist es ja auch, ja. Naja, anders wird es halt nicht gehen. Deswegen wäre ja wär auch nur eine Kleinigkeit. Ist egal. Weißt du, was auch so ein Ding ist, dass im Film besser funktioniert als in echt? So. Nee. Reden im Auto. Ist mir aufgefallen, dass sie nie auf die Straße gucken. Stimmt, die gucken immer wieder dann ja, so für 5-6 Sekunden dann weg. Stimmt, Fahrszenen. Wo man sich dann denkt, Autofahren, guck auf die Straße. Autofahren in Filmen ist ja so, keine Ahnung, die haben so eine Eye-to-Eye-Unterhaltung mit jemandem auf dem Rücksitz einfach. Ja. Ganz vor allem, wie intens ist ein Gespräch im Auto, dass ich dir 7 Sekunden also von der Straße gucke und dir ins Gesicht gucke? Mhm. Vor allem ist ja auch voll angenehm, wenn ich jemanden nicht angucken muss, wenn ich mit dem rede. Kannst du keinen Augenkontakt? Bist du da nicht so gut drin? Ja, ich kann ja nicht der Einzige. Ja, können tue ich das schon, aber also. Jan, I feel you. Es ist ja jetzt auch schon, ich find's besser. Ja, ich tue mich auch schwer, so länger Augenkontakt zu halten, weiß ich nicht. Ja, ich habe damit kein Problem, ich bevorzuge nur das eine über das andere. Hm. Ich kann sagen, weil ich denke mir manchmal so, wenn die Person mir was erzählt und ich zuhöre und es dauert ein bisschen, denke ich mir so, oh, ich gucke die jetzt schon ganz schön lange an. Ach so. Ja, ja. So, bei mir ist eher andersrum. Ich gucke die Person immer voll lange an, wenn sie mir was erzählt. Wo ich mir dann denke, oh, jetzt soll die mal weggucken. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auch so, gerade so diepe Gespräche, die führe ich dann immer ganz gern nebeneinander im Auto, wenn ich auf die Straße gucken muss. Sorry, aber was ist das bitte was ist das für ein Trend? Warum ist jetzt jede zweite Tinder-Bio, lass Late Night Drives und Deep Talk machen? Was ist das denn jetzt? Also, jetzt mal ehrlich. Ja, was weiß denn ich? Ich rede halt im Auto mit Leuten. Ja, aber das ist so ein allgemeiner Trend. Da würde ich mir mal hier allgemein drüber aufreden. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, ein allgemeiner Trend, Digi. Ich mach das schon, seit ich Führerschein hab. Ja, also, Digga, ich finde das ein bisschen weird. Digga, aber ja, auf dem Tinder-Date halt, Bro. Ich kenne dich 10 Minuten. Als ob Deep Talk, hä? Ja. I don't get it. Das ist mir über den Sinn des Lebens reden, Mom. Wir können uns ja auch einfach eine halbe Stunde ins Auto setzen und uns anschweigen oder über das Wetter reden. Ja, oder man kann einfach über lustige Sachen reden. Zum Beispiel? Ich verkaufe einen Witz, weil ich einfach wieder netter sein will. Da ist Dias nicht der richtige Ansprechpartner für. Über lustige Sachen reden? Nicht der beste Ansprechpartner. Ja. Jetzt will ich eigentlich, dass du den Witz bringst, Dias. Nee. Ich auch. Komm. Ich bin aber nett. Nee. Nee, naja. Der war drunter. Drüber. Oder drunter oder drüber. Such's euch aus. Da geht's drunter und drüber. Ich will's trotzdem wissen. Ich auch. Ich piep den auch, wenn das schlimm ist. Ich wollte einfach nur was Kontroverses sagen. Ich piep den auch. Ahnung, ich wollte irgendwie Klimawandel oder Weltkrieg sagen. Irgendwas Lustiges. Ach, das war Das ist mega lustig, hä? Ja, deswegen wollte ich es auch nicht sagen!